Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir brauchen nicht mehr die Affenverwandlung, sondern aber die Spinnenverwandlung. Yeah, und damit kann ich jetzt hier hoch. Was sieht einladend aus? Nicht. Was jetzt? Links oder rechts? Immer schön an die Decke blicken. Zwei Wege. Die verschwinden einfach so wieder. Nicht runterfallen. Das fände ich nicht so praktisch. Links gibt es bestimmt auch einen Weg. Gibt es. Und da ist Licht. What? Okay. Ich kam da hoch, aber ich komme jetzt nicht mehr runter. Ja, das ist alles der Eingang. Da oben, glaube ich, da gab es doch noch Spinnennetze, oder nicht? Oder meine ich das nur? Irgendwo hier vielleicht. Oh, ist noch überhaupt nicht lange her, aber ich weiß es vielleicht wieder nicht mehr. Da. Erstmal das hier mitnehmen und dann verwandeln. So, geht alle weg hier. Spinne ist da. Das ist so toll. Das ist echt so toll. Hab ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Scheiße. Das ist ein kleines Problem, würde ich sagen. Shit, ich wollte sagen, es läuft gerade ziemlich gut, aber tut es nämlich nicht. Tut es halt nicht. Weil wo nehme ich jetzt einen Schlüssel her? Es muss noch irgendwo einen Ort geben, wo ich erst jetzt hin kann. Aber wo? Hä? Vielleicht ist da ein Herz drin. Ist es? Nice. Was haben wir da? Aha. Ja, natürlich dieser Raum hier, stimmt. Ich erinnere mich. Das muss es sein. Es läuft doch gerade echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Oh, sieht so cool aus, wie sich die Spinne bewegt. So, wieder zurückverwandeln. Diese Dinge hier öffnen. So, und gut. Aha, wieder so ein Teil. Zwei Augen. Da und das sieht so aus, als würde das Teil da nach unten fallen. Das fände ich nicht ganz so toll. Ich mag die Roboter, die sehen cool aus. Boing und beinahe. Bam! Muss ich jetzt noch da hochgehen? Um irgendwie Gewicht darauf zu machen? Oder lass mich raten, er muss nach oben sehen. Oh, bin ich jetzt tot? Nee, okay, es geht. Versuch mal, dass er nach oben sieht. Oder da? Nee, ich sag nach oben. Komm schon. Das sieht doch sehr nach oben aus. Derpy. Verdammt. Jetzt aber. Ah, Klassiker. Gut. Leute, es geht echt gut voran. Ich hoffe, ich habe auch alle Tintenfische gefunden hier. Ich fände es gerade ziemlich angenehm. Ja, ich nehme wieder denselben Weg, wo ich hergekommen bin, weil da nach unten möchte ich auf keinen Fall mehr. Ja, dieser Tempel geht sehr gut von der Hand. Sehr gut sogar. Unglaublich gut. Die Genie-Spinne hier. Das ist echt super. Das hat echt super Shit. Verwandeln. Und gleich nochmal verwandeln. Und zwar zack und zack.
Man hat so viele Möglichkeiten mit den ganzen Verwandlungen hier. So, darüber und darüber und zack. Dann werden wir gleich wieder zu Shanti, am besten hier. So, gehen noch ein bisschen zu Fuß hoch und dann wieder zur Spinne werden. So. Und ich befürchte, wir werden bald das Relikt dieses Tempels sehen, inklusive Risky Boots. Und ihr würde ich ungern als Spinne begegnen, deswegen Verwandlung. Und ja, ein Herz mitnehmen und noch eines, perfekt. Und ein Leben. Ne, volle Heilung. Okay, jetzt kommt bestimmt der Boss. Das ist lustig. Das ist der Schimmerstein, beziehungsweise seine Kammer. Aber, sieht nicht so aus, als ob Risky Boots auch hier wäre. Ich denke, ich war jetzt schneller. Netter Versuch, Mädchen. Aber der Schimmerstein kommt mit mir. Es ist magisches Feuer. Das wird mein Wasser erhitzen, und zwar für immer. What? Nicht schon wieder. Ah! Das war so klar. Was zur Hölle bist du? Oh Gott, was machst du? Scheiße! Konzentration. Was machst du da? Hallo? Zeig dich. Hallo? Wo gehst du hin? Du bist auch irgendwie zu leicht. Au. Ja, zu leicht und ich werde getroffen. Weißt du was? Scheiße. Es war jetzt nicht geplant gewesen, dass das jetzt passiert. Naja. Ich denke, sobald er wieder unten ist, habe ich ihn. Ich mache es doch so. Ist einfacher. So. Ist gleich Geschichte, oder? Ich ihm einfach diesen Morgenstern an den Kopf knalle. Du hältst eben ein bisschen viel aus, weißt du das? Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber, ja, du kannst eigentlich nichts. So kann ich dich auch immer schön treffen, das ist nett. Hallo, der letzte Boss hat nicht annähernd so viel ausgehalten wie du jetzt. Hallo, komm runter. Ich stehe hier vielleicht nicht ganz optimal. Hallo? Wo gehst du hin? shit, in die falsche Richtung geharrt. Hallo? Mache ich bei dem was falsch? Nee, sieht so aus, als ob ich dem Schaden mache. Ja, hält halt nur viel aus, ich meine. Ist halt ein großes Kerlchen, nicht wahr? Darf das schon sein? Okay, nochmal. Uah, da fuck! Scheiße! Okay, du wärst langsam aber sicher ein bisschen ein Problem, weißt du das, mein Freund? Aber wie gesagt, viel dürftest du nicht mehr aushalten. Ja, hab mich jetzt halt ein bisschen überrascht, dass er so schnell angerollt kam. So, tot bist du. Yeah, und gib mir den Schimmerstein. Da ist er. Er gehört mir. Siegesmusik. Ich hab's geschafft. Ich habe den kochenden Stein. Ich wusste, dass du es mit meiner Hilfe schaffst. So, was ist der Grund, dass du diese Steine sammelst? Eine Art gefährliches Hobby oder so? Ich habe keine Wahl. Risky Boots will sie für eine Weltuntergangswaffe benutzen. Ich habe sie bereits davon abgehalten, den Triplestein, den Golemstein und den kochenden Stein zu bekommen. Wenn ich sie ein letztes Mal übertreffen kann,
sind Scuttletown und die anderen wieder sicher. Ja, dieses Mädchen bringt nur schlechte Nachrichten. Sie ist einer der Gründe, warum wir unsere Karawane jede Nacht bewegen. Ja, wirklich, wir ziehen am Morgen weiter. Also, wenn du mich besuchen willst, musst du unsere Karawane zuerst mal finden. In der Zwischenzeit solltest du zu Mount Pointy gehen. Warum? Was ist da? Der funkelnde Stein. Du hast die anderen drei und dieser ist als einziger noch übrig. Hast du keine wärmeren Kleider? Warum sollte jemand warme Kleidung tragen wollen? Ja, nicht so wichtig. Ja, wir sehen uns. Warme Klamotten soll ich haben, okay? Ja. Ich habe vergessen, wie der Berg heißt, von dem sie gesagt hat, sollen wir hingehen. Aber, ja. Erstmal möchte ich speichern. Was hat sie gesagt? Ihr Dorf da ist nicht immer da oder jede Nacht wird der Ort gewechselt? Deswegen war die Karawane vermutlich weg, als ich beim letzten Mal da durchgegangen bin. Ich habe mir noch gewundert, warum ich da nicht vorbeigekommen bin. Wisst ihr noch? Dachte ich mir noch so, hey, habe ich jetzt meine Augen geschlossen gehabt, so für ein paar Sekunden oder so? Bin ich dumm? Aber jetzt macht alles ein wenig mehr Sinn. Moment, ich möchte mir das Artefakt ansehen, den Schimmerstein. Was kommt denn da unten noch hin? Da ist auch noch Platz für vier weitere Dinge. Und hier fehlen uns noch sechs Dingens hier. Drei davon sind Teleport Magie-Dingens hier. Ich möchte jetzt echt in die Karawane. Unbedingt. Unbedingt. Ich möchte da die vier... Autsch. Autsch. Bums. So. Was sollte ich sagen? Ich möchte da unbedingt die vier Tintenfische abgeben. Unbedingt. Unbedingt. Weil dann kann ich mich von Scuttletown immer dahin teleportieren und das wäre natürlich fun fucking tastisch. Hallo? Gut, nein! Das war jetzt vielleicht nicht ganz so das, was ich sehen wollte, Shanti. Ja? Wobei, ich kann mir ja Zeit lassen. Ich muss ja meines Erachtens doch warten, bis Nacht ist. Ne? Hallo? Danke. In der Nacht möchte ich dann nochmal nach Zombie-Karawan-Dingensbummens hier. So, wir haben Nacht. Warum halte ich mich mit diesen Geistern auf? Ich kann sie eh kaum treffen. Autsch. Ja, aber sie können mich treffen. Scheiße. Da. Oh, mein Herz, das habe ich mir verdient. Das auch. So, jetzt müsste aber die Stadt wieder da sein, oder? Oder? Nein? Nicht? Wir müssen echt jede Nacht weiterziehen? Das ist, komisch. Scheiße, ich hätte da bereits die Dinge abgeben sollen, oder was? Oder... erscheint die Stadt jetzt irgendwo random. Scheiße. Hallo? Geh jetzt da hoch, danke. Du bist komisch. Ja, ich hätte jetzt wirklich sehr gerne da meine Tintenfische abgegeben. Wirklich sehr gerne. Wo gehe ich eigentlich hin? Achso, ja, da war ja dieses komische Wesen. Das, was ich gedacht habe. Ey, cool, das kann ich bestimmt einsammeln und so weiter. Jetzt leck mich doch. Komisches Stück Scheiße hier. Da, diese Fliege da. Und hier komme ich nicht weiter. Ich möchte das Vieh da oben irgendwie töten. Schaffe ich das mit dem Ball hier? Ich glaube, ich nehme das hier.
Ist irgendwie nicht so ganz gelaufen, wie ich das gewollt habe. Ich treffe das Vieh nicht. Doch, irgendwie schon. Habe ich es kaputt gemacht? Falsche Taste. Möchte sehen, ob jetzt da oben was ist. Und das Vieh sah sonderbar aus. Das hat mich auch nicht wirklich angegriffen eigentlich. Das hat mir irgendwie nichts gebracht. Das ist sehr, sehr komisch. Wie gesagt, besonders da, dass ich jetzt nicht mehr in diese zombieverseuchte Stadt kann. Jetzt ist eh wieder Tag. Na super. Ich hatte aber gern, dass es Nacht ist. Ehrlich gesagt. Die tun mir auch nichts irgendwie. Die sind doof. Ja, doch, die tun mir schon was, aber nur die Pfeile tun mir weh. Und das ist gut zu wissen. Hep, ouch. Nicht den Kopf anhauen hier. Hep, da hoch. Oder auch nicht. Ich möchte nochmal in diese Stadt, verdammt. Kann ich aber nicht. Wie lange dauert es, bis es jetzt wieder Nacht wird? Oh, wenn ich das natürlich herzaubern könnte, wenn es Nacht ist und wann nicht. Das wäre natürlich noch fantastischer. So. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn es Nacht ist, okay? Und da wurde es Nacht. Okay, vielleicht ist ja die Stadt jede zweite Nacht hier. Nee, ist nicht der Fall. Scheiße, habe ich das da jetzt wirklich verkackt? Es wäre interessant gewesen, wenn ich da bereits 4 von diesen Tintenfischen hätte abgeben können. Wisst ihr? Dann hätte ich mich ja doch irgendwie dahin teleportieren können. Theoretisch, ja. Aber, ja. Es ist jetzt ein bisschen schade. Aber kann man halt nichts machen. Wow, wie ich da jetzt durchgekommen bin, ohne Schaden zu nehmen, ist mir auch ein Rätsel. Das war jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, nur ein kleines bisschen. Ich sollte mich wieder verwandeln und mich eventuell mal kurz heilen. Nicht, dass noch was schief geht. Bums. Ja, ich möchte jetzt nochmal zum Tempel gehen. Falls da Rottitop nochmal davor steht. Möchte ich sie nochmal ansprechen. Eventuell kann sie uns dann mitnehmen zu ihrem Zuhause oder so. Ich weiß es nicht. Und falls nicht, dann werde ich halt tanzen. Mhm. Weil es gibt ja noch einen Ort, wo wir bereits waren. Da, wo diese komischen Schattenwesen aufgetaucht sind. Wisst ihr noch? Na, ich speichere nicht, dass was schief geht. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie ich zu diesem Schattenort-Dings komme. Doch, weiß ich. Das war, wenn ich von der Oasenstadt quasi nach rechts gegangen bin. Da war das. Mhm. Fuck. War gemein. Nee, sie ist nicht mehr da. Naja gut, dann wird halt getanzt, ne? Runter, hoch, links, rechts. Okay, können wir machen. Runter, hoch, links, rechts. Und da wären wir in Scuttletown. Yeah! Gut, Leute. Gut. Items brauche ich nicht. Speicherraum brauche ich, aber erstmal geht Shantae sich heilen. Und epp! So, hier das ganze Zombie-Gedöns hier abwaschen. Und alles ist wieder gut. Okay, wie gesagt, wir gehen jetzt speichern und dann würde ich sagen, war's das für heute mit Shantae. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!